Der August 2016 markiert den Beginn eines Meilensteins in der Speedcubing-Geschichte. Der Walk 3, einer der beliebtesten 3x3s, der auch heute noch häufig auf Competitions anzutreffen ist, erscheint. Er brachte nicht nur ein frisches und hervorragendes Drehgefühl sowie eine ausgezeichnete Performance mit sich, sondern revolutionierte auch die Aufmachung von Cubes. Ende November 2017 kam dann mit dem Walk 3 Power eine leicht geupdatete Version des Walk 3s auf den Markt, die vor allem ein leichtgängigeres Drehgefühl mit sich brachte. Im Dezember 2018 erschien dann erstmals ein anderer Cube unter dem The Walk Branding. Kann es der GE Walk 2M genauso wie seine beiden Vorgänger schaffen, ein Zeichen in der Speedcubing-Szene zu setzen, oder sollte man es lieber bei den The Walk 3x3s beruhen lassen? Der GE Walk 2 ist für ca. 15 Euro bei diversen Händlern im Internet erhältlich und kommt sowohl in einer schwarzen sowie einer Stickerless-Version daher. Der Walk 2 ist mit einer Seitenlänge von 51 mm etwas größer als ein Durchschnitts 2x2 und mit einem Gewicht von 70 Gramm etwas schwerer als ein Moyu Weipo 2x2. Somit zählt der Walk 2 zu den schwereren 2x2s. Der Cube wird in einer sehr edlen schwarzen Box mit silbernem The Walk-Aufdruck geliefert und beinhaltet neben dem Cube noch eine sehr stabil wirkende Box, in der sich der Cube dann auch befindet, ein paar Ersatzfedern und ein paar kleine Kärtchen, auf denen Mads Walk und der Cube an sich abgebildet sind. Nachdem man sich durch mehrere Lagen am Plastikfolie gekämpft hat, kann man schon bei den ersten Umdrehungen fühlen, dass es sich bei dem Walk 2 um einen etwas schwergängigeren, dafür aber sehr gut zu kontrollierenden 2x2 handelt. Der Cube ist bei den ersten Umdrehungen anfangs zwar noch etwas langsam, jedoch beginnt der Cube schnell etwas an Geschwindigkeit hinzuzugewinnen. Zudem lässt sich gleich bei den ersten Umdrehungen eine große Ähnlichkeit im Drehgefühl zum Dayan 2x2 feststellen. Der Walk 2 ist unglaublich weich, fast schon butterweich, wie man sagen könnte, und fühlt sich ungefähr so wie ein O-Plastic Dayan 2x2 an. Auch nach dem Einspielen und Einstellen ist dieses Gefühl soweit erhalten geblieben. Die Magnete, die im Cube verbaut sind, lassen sich während des normalen Drehflusses eher weniger spüren. Ein magnetischer Klick lässt sich wirklich nur während des langsamen Drehens leicht spüren. Dennoch verrichten die Magnete ihre Arbeit sehr gut und tragen vor allem zur hohen Stabilität und zum flüssigen Drehgefühl mit bei. Der Cube lässt sich eher schwieriger verformen und bietet nur ein geringes Maß an Flexibilität im Gegensatz zu anderen 2x2s. Dennoch leidet der Drehfluss kaum darunter. Beim Walk 2 gibt es wirklich keine Catches oder sonstiges, das den Drehfluss irgendwie stören könnte. Nicht unschuldig daran ist das hervorragende Corner Cutting. Der Walk 2 schafft locker 45 Grad Corner Cutting und mit ein wenig mehr Kraftaufwand noch etwas mehr. Beim Reverse Corner Cutting sieht es ähnlich so aus. Der Walk 2 kommt fast an 45 Grad Reverse Corner Cutting heran, fängt aber schon weitaus früher an, in die andere Richtung zu cutten, sodass sich beim Walk 2 durchaus von einem Rundum Corner Cutting sprechen lässt. Beim Mechanismus lassen sich trotz der großen Ähnlichkeiten zum Dayan 2x2 kaum Gemeinsamkeiten feststellen. Auf den Steinen des Dayans lassen sich generell mehr Details und Ausbuchtung erkennen als beim Walk 2. Beim Walk 2 ist die Ecke ziemlich simpel gehalten. Der Stiel ist am Übergang zur Ecke ziemlich breit gehalten und wird schnell recht schmal und geht dann direkt zur Insel über. Die Hidden Edge liegt dicht am Eckstein an und hat keinerlei Ausbuchtungen bzw. Hohlräume, was vor allem für das etwas schwergängigere und weiche Drehgefühl verantwortlich sein wird. Auch auf der Oberfläche befindet sich nur ein kleines Loch. Ansonsten ist die Hidden Edge komplett mit Plastik verkleidet. Auffällig ist, dass sich anders als bei anderen magnetischen 2x2s auch Magnete in den Hidden Edges befinden und nicht nur in den Ecken, was auch wahrscheinlich zur höheren Stabilität mit beiträgt. Nun ist natürlich noch die Frage vom Anfang offen, ob der Cube genau sein Zeichen wie seine 3x3 Vorgänger setzen kann. Diese Frage lässt sich aber leider nicht so einfach beantworten, wie er hofft. Einerseits hat der Cube einige Aspekte, die ihn wirklich ein wenig hängen lassen. Für viele Speedcuber dürfte der Walk 2 schon aus dem Spiel sein, weil es den Cube vor allem an Geschwindigkeit und Leichtgängigkeit mangelt. Dadurch muss besonders der Kraftaufwand für Umdrehungen gesteigert werden, was ein schnelleres Erschöpfen der Hände begünstigt. Zudem dürfte auch die geringe Größenveränderung für einige Speedcuber ein ausschlaggebender Punkt sein. Ich selber spüre den 1 mm mehr überhaupt nicht, aber es gab dennoch einige Leute, denen das wirklich aufgefallen ist und die es tatsächlich auch wirklich stört. Andererseits hat der Walk 2 einige wirklich sehr positive Aspekte für einen 2x2. Neben dem ziemlich guten Preis von 15 Euro für einen magnetischen 2x2 sticht da vor allem noch die Performance des Cubes heraus. Kaum ein 2x2 hat es vorher geschafft, eine so hohe Stabilität zu haben, ohne wirklich kantig zu wirken. Der Cube besitzt mehr Flexibilität, als man vielleicht denken mag, und lässt sich dabei noch so gut kontrollieren, sodass der Drehfluss wirklich kaum gestört wird. Hierbei hat natürlich auch das ausgezeichnete Corner Cutting seine Finger im Spiel. Die größte Errungenschaft dürfte jedoch
jedoch das Saiyan-ähnliche Drehgefühl darstellen. Viele Speakuber wünschten sich tatsächlich einen Cube, der das Gefühl eines O-Plastic Saiyan 2x2s sowie die aktuellen Standards von 2x2s vereint. Und genau das könnten sie in diesem Cube wiedergefunden haben, denn genau dieser Wunsch konnte von Shii mit diesem Cube erfüllt werden. Der Cube stellt damit einen Kontrast zu vielen der aktuell erschienenen 2x2s dar, die zum Großteil schnell, hohl und häufig auch unkontrollierbar sind. Da stellt der Warp 2 das komplette Gegenteil dar und könnte somit auch eine komplett neue Zielgruppe ansprechen, die vor allem mit der aktuellen 2x2 Hardware extrem unzufrieden ist. Abschließend würde ich sagen, dass Chi'i mit dem Warp 2 durchaus an die vorherigen beiden The Warp Cubes anknüpfen kann. Zwar hat auch der Warp 2, wie seine beiden Vorgänger, immer noch Punkte, die nicht ganz optimal sind, aber dennoch überwiegen die positiven Aspekte deutlich den negativen. Für mich hat es der Cube tatsächlich auch zu meinem neuen Main 2x2 geschafft und hat somit den YJ MGC 2x2 verdrängt. Von mir gibt es zum Schluss dieses Reviews nun 4,5 von 5 erhältlichen Sternen für den Chi'i Warp 2. Der halbe Sternabzug beruht auf der mangelnden Leichtigkeit, die in vielen Fällen wohl doch eher als Problem angesehen werden kann. Auch ich bin der Meinung, dass der Warp 2 etwas mehr Leichtigkeit gut täte. Der Rest des Cubes ist aber wirklich auf einem sehr hohen Niveau und ist definitiv eine Empfehlung wert. Wenn ihr euch den Cube nun einmal kaufen möchtet, dann habe ich natürlich wie immer einen Link in die Beschreibung gepackt und ansonsten lohnt es sich natürlich auch einmal einen Blick in die Beschreibung zu werfen, denn da sind noch allerlei andere interessante Sachen vorzufinden. Ansonsten wäre es das jetzt hier von diesem Review. Ich hoffe, euch hat das Review hier gefallen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben von euch freuen und dann sehen wir uns bald in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss!